So Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Project Zomboid. Nächste Folge. Neue Folge, neues Glück oder was auch immer. Jetzt dabei sein, jetzt gewinnen. Nein, wir sind auf dem Weg nach Louisville. Ich wollte noch ein bisschen 9mm Munition mitnehmen. Das mache ich jetzt schnell. Die Waffe haben wir ja. Wie viel ist die Frage? Kann ich das ja? So geht's. So. Das wiegt ja nichts, ne? Komm, nehmen wir noch ein bisschen mehr mit. Oh, und gleich nochmal. So, das sollte reichen für ein bisschen. Den Maul wollte ich hier lassen, weil ich den zu OP finde. Und, aber was ich mitnehme, ist tatsächlich ein Sledgehammer. Ein Vorschlaghammer. Weil, glaube ich, liegt ja eigentlich auch ein Maul drauf? Tatsächlich, nee. Ein Ding-Dong-Breaching-Tool liegt da oben drauf. Ja, aber das brauche ich auch nicht. Wollen wir noch einen Katana oder sowas mitnehmen? Ein Langschwert? Oh komm. Ah, jetzt reicht. Oh. Und, achso, letzte macht das Licht aus, war noch gesagt, ne? Das ist hier. Tatsächlich. So. Aus die Maus. Schluss im Bus. Ja. Ich glaube, bei manchen Stellen kann ich einfach nicht das Licht ausmachen. Keine Ahnung. Ah ja. Okay, passt schon. Wir schließen jetzt ab. So. Den Sledgehammer muss ich mitnehmen. So. Weil man weiß ja nie. Vielleicht komme ich an einem Waffenladen vorbei. Ich habe bestimmt irgendwas hier vergessen. Ein Herd angelassen oder so. Aber so ist es immer, wenn man Abschied macht, ne? Also. Liebe Basis, war schön mit dir. War schön mit euch hier zu sein. Nochmal einen letzten Blick. Auf das wilde Chaos. Ich bin zufrieden mit dem, was wir hier geschafft haben. Es sieht ganz okay aus. Also chaotisch, aber man sieht, dass wir hier gehaust haben und das macht es ja sehr reizvoll. Ja, und jetzt geht's nach Louisville. Wie gesagt, ich habe einen kleinen Abstecher vorbereitet. Ich habe bewusst nicht gesagt, wohin und wie. Das machen wir einfach. Lasst euch also überraschen. Ich habe hier rechts eine Karte offen und ich hoffe, es passt alles. Also, der Grund auch, warum ich nicht so viel Scheiß mit nach Louisville schleppe, ganz einfach. Ups, es geht gut los. Das müsste ich ja da alles einsortieren. Ja. Und das brauche ich mir jetzt nicht geben. Wir machen vorsichtig. Ich fahre jetzt hier mit Tempomat, vielleicht nicht gerade mit 50, weil er ein bisschen schnell ist. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, die Reise geht gut los. Ich werde halt nicht den Golf zerkratzen. Daher muss ich jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Ja. Wenn Zombies hinter mir sind, kein Problem. Können sie bleiben. Aber. Dieser Checkpoint, ne? Der ist so nicht dafür gedacht, dass man hier durchkommt. Passt schon. Ja, ja, passt, 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 passt. So. Wie viele 100 Folgen ist das her, seit wir hierher gekommen sind? Schon eine Weile, ne?
So. Langsamer, langsamer, langsamer. 10 ist vielleicht ein bisschen langsam. Machen wir mal 20 km/h. Guck an. Was liegt hier eigentlich rum? Ein Gewehr? Zwei sogar. Das sah sehr seltsam aus. Hast du einen Speer mit einem Buttermesser? Tatsächlich. Nehme ich mit. Wie viel 9mm Munition habe ich denn jetzt eigentlich eingepackt? Oh ja, 39 Schachteln, das reicht eine Weile. Kann ich die auspacken, während ich fahre? Nee, kann ich nicht. Ich sehe das Rezept. Das geht natürlich nicht während der Fahrt. So. Ist der Tunnel? Uiuiui. Uiuiui. Ich erinnere mich. Das war ja damals schon ein bisschen heikel, aber dass hier schon wieder so viel reingewurstelt sind, erstaunt mich dann doch ein bisschen. Wäre natürlich der Knüller, wenn ich es jetzt schaffen würde, hier auf dem Rückweg einfach mein Leben auszuhauchen. Bei irgendeiner Dummheit. Habe ich aber nicht vor. So viel ist klar. Wir machen einfach eine gemütliche Heimreise. Geht natürlich nicht ganz ohne, dir ein paar Zombies auf den Weg umzubringen. Wie es scheint. Hatte ich das hinzu auch schon das Problem? Also habe ich so viel stehen lassen? Oder die werden ja einfach reingegriffen sein, oder? Die habe ich nicht stehen lassen. Nee, 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 nee. Das hat sich von alleine ja wieder so ergeben. Ich meine, wie wir wissen. Nee. Ich wollte gerade sagen, wie wir wissen, bewegen sie sich auch durch Wände durch, aber das ist falsch. Die haben sich ja anders bewegt aus dem Innenraum da, wo ich dachte, dass sie durch die Wand gegangen sind. Hier sind bestimmt noch welche in den Wänden drin oder so. Auf jeden Fall käfert es hier so komisch. Ist mir aber egal. Wir können auch nicht alle killen. Das ist was für ein andermal. So. Fahren hier vorsichtig durch. Und ich möchte mir nicht den Lack zerkratzen. So. Deswegen möchte ich, wo ich es vermeiden kann, niemanden überfahren. Hier kann ich es zum Beispiel vermeiden. Da. Hier nochmal voll tanken sollen, aber es ist einigermaßen voll. Soll reichen. Sollte passen. So. Da sind wir schon raus aus dem Tunnel. Hinzu habe ich länger gebraucht, aber da war auch mehr Hindernis im Weg, ne? Muss gleich mal schauen. Okay, es sind drei Zombies. Da stehen drei Zombies auf einem Hügel und finden jemanden zum Verprügeln. Okay, oben in Brandenburg.
Da geht's durch. Ja, man könnte meinen, hier hätte ich aufgeräumt, das wird auch so gewesen sein, aber ein Jahr lang Zombie-Migration hat da natürlich wieder ein paar hingeschoben, die... Es ist nicht ungewöhnlich. Hey! Ja. Okay. Habe ich gerade mit den bloßen Händen gekillt, ne? Auch cool. Ein Zomboid-Roadtrip ist langsam. Ich hoffe, ihr seid darauf ein bisschen eingestellt. Kann ich auch nicht ändern. Wir gehen hier ganz gemütlich durch die Checkpoints. Den habe ich bestimmt leer gelootet hier, oder? Hier wird nichts mehr sein. Also meine Überlegung war gerade, ob es sich lohnt, hier irgendwas zu tun, aber ich denke mal... Wir verpieseln uns hier einfach. Und dann ist gut, ne? Ich dachte mir eigentlich auch, dass ich viel mehr mitnehmen möchte von der Basis. Aber eigentlich finde ich es ganz gut, so nicht zu viel da zurückzulassen. Wir haben ja einen Anhänger und den Schmuck und Kram und so, und das passt schon. Also, was willst du mehr? Das ist schon okay. So, jetzt fahren wir nämlich mal hier lang. Die Überlegung ist, ob ich da eine Rast mache. Aber... Wir können auch die Nacht durchfahren. Ne? Ich habe natürlich keine Vitamine und so Kram mitgenommen. Die Kaffeemaschine hätte ich mitnehmen sollen. Oh, was für ein Verlust. Was ein herber Verlust. Wir mussten die Kaffeemaschine in Ravenkrieg zurücklassen. Ja, wir finden bestimmt eine neue. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall so weit weiter, bis da irgendwo eine Tankstelle ist und ein, irgendwie so ein Gunstore oder sowas. Also hier müsste was kommen in der Richtung. Genau, was ist das hier? Schauen wir mal. Ich halte ja mal an, das sieht interessant aus. Achtung, Polizei! Flinte, eine leere. Karte von Louisville, Walkie Talkie. Auch ein Walkie Talkie. Was ist das?
Nehme ich mal mit. So. Schloss ist kaputt vom Kofferraum. Tja. Na gut, dann ist das so. Vitamine hatte ich nicht mitgenommen, oder? Ja. Warum nicht? Warum nicht? Ich würde gerne weiter rauszoomen, weil es fängt dann immer an zu lecken. Das Spiel dann so viel Kacheln darstellen muss, ne? Je weiter man rauszoomt, umso schlimmer wird's. Aber geht eigentlich noch. Ja, ich denke mal, so können wir fahren. Andererseits sieht ein bisschen nervig aus, ne? So ist besser. So. Ich möchte halt nicht zu schnell fahren. Weil hier kommen immer sehr scharfe Kurven auf diesen blöden Straßen. Oder Autos, andere. Ist ja nicht mal so scharf die Kurve. Aber trotzdem. Habe ich das Pfanngericht schon gegessen? Nee. Mach das mal. Ich bin schon wieder zu schnell unterwegs hier. Verdächtig ruhig auch alles. Kein Zombie, nix. Kein Abzweig. Die Straße geht ewig weiter. Muss man ganz kurz raustappen und die Karte gucken. Okay, dann müsste gleich nochmal eine schärfere Kurve kommen, nach links. Und hinter der Kurve gibt es dann einen Abzweig nach rechts. Okay. Oh, hier sind Zombies. Genau, hier kommt die Kurve. Uiuiui. So. Hier steigt die Population wieder. Genau, hier könnte ich rein. Will ich aber nicht. Weil wir müssen die Nacht ja irgendwo verbringen. Hoffentlich ist hier nicht, wird es nicht schlimmer. So. Genau, die Kurve und dann müsste der ganz durchkommen und der Kram. So. Aufpassen, 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 aufpassen. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen dichter alles. Ich denke mal, so viel schlimmer kann es kaum werden, oder? Ich meine, wir haben ja jetzt schon, ja, also im Vergleich mit dem Krankenhaus oder so, vielleicht wird es ein bisschen Metzelei. Aber ich denke mal, irgendwie kommt man damit klar. Ist ja viel Platz. Auch wenn hier viele Zombies sind. Das tue ich nicht unbedingt gutheißen, was hier abgeht. So.
Ja, wir schauen mal. Problem ist, dass wir schon wieder müde werden. Naja, guck mal, hier sind wir, hier wollte ich hin. Ich biege jetzt mal hier nach links oben ab. Dort müsste schon mal ein kleines Farmhaus sein. Und hier können wir gegebenenfalls die Nacht verbringen. Habe ich die Batterien zufällig noch im Rucksack? Die Batterien habe ich im Kofferraum geschmissen, oder? Na, wir gucken dann mal. Ja, das ist ja nichts verglichen mit Raven Krieg hier. Ein paar wenige Zombies auf dem Land. Alles easy. Kurz den Garten sauber machen hier. Sogar ein Generator drin, falls man es drauf anlegt. So. Auf jeden Fall habe ich vor, hier die Nacht zu verbringen. Jetzt Hausalarm. Dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Guck mal hier. Gibt sogar ein bisschen interessante Dinge. Dosenfruchtcocktail. Jo, jo. Den gibt es morgen zum Frühstück. Okay, jetzt gehen wir nach oben. Leider kein Rollo, aber ich denke mal zum Schlafen geht's. So, sehr gut. Läuft alles nach Plan. Jetzt muss ich nochmal auf die Karte nach rechts schielen. Ja. Okay. Wird noch interessanter, vertraut mir. Wir wissen jetzt erstmal, dass wir hier hin können, wenn wir pennen wollen. Na, das ist schon mal wichtig. Aber das ist nicht der Grund, warum ich hier hin wollte.
Es gibt ja noch einen Waffenladen. Könnte ich mal. Ja, wir ballern gleich mal ein bisschen rum. Also hier unten müsste ein Waffenladen sein, das da. Aber das ist eigentlich nicht mein Hauptanliegen. Mein Hauptanliegen ist noch viel lustiger. Ich weiß nicht, ob ich das die Folge aber noch schaffe. Deswegen, wir machen erstmal, wir machen was geht und dann sehe ich weiter. Erstmal alles zusammenziehen hier. Oha, das ist nicht mal wenig. Ist wieder erstaunlich, wie viel hier eigentlich im Unterholz lauert, ne? Einfach so neben der Straße. Gibt es eine Tankstelle? Ja. Also so Pistolen und Schrotflinten und so Kram ist super, um Zombies zusammenzuziehen. Ja, wie man sieht, aus der ganzen Umgebung kommen sie an. Legen sich mir quasi zu Füßen. Also demnächst. Sobald ich hier loslege mit Metzeln. Sind natürlich nicht wenig. Kommen wir noch ein paar Nachzügler. Oh, 37. Sehr gut. Schon wieder leer, okay. Raus damit. So. Falls euch wundert, was ich damit bezwecke, ich will erstmal hier einfach eine Stelle haben, die sicher ist. Na? Also wo im weiten Umkreis keine Zombies sind, deswegen mache ich hier so viel Krach, dass wir die meisten haben und dann können wir uns zur Not immer wieder hierhin zurückziehen. Hätten wir so eine Frag Grenade mitnehmen sollen. Okay, raus damit und rein damit.
So. Geht es mit der Ladehemmung wieder los? Also so viel sind es ja wirklich nicht. Das hat hier 30 Stück sein noch oder so. Alles in dem Rahmen, der beherrschbar ist. Ab und zu kommt noch einer an oder zwei. Aber solange wie ich kühlen Kopf bewahre, ist jetzt chillt. So. Okay. Ist trotzdem nicht mal eben erledigt. Also ein bisschen zirkeln müssen wir hier leider noch. Muss dann mal schauen. Y. Ach. Hier ist mal dieser Fingerspagat, wenn die Waffe kaputt geht. Naja, gleich ist es geschafft. So, vor dir halte ich mich fern. Oder kommen noch mehr? Warum? Warum kommen mal immer neue? Wo kommt ihr alle her? Sagt mal. Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Aus Zombiehausen, bitte sehr. Sehen da alle so aus wie ihr? Ich hoffe nicht. Allerdings habe ich noch keine anderen Zombies gesehen. Also, die sehen sich schon sehr ähnlich. Kann man nicht abstreiten. Müsste ich nicht bald auch ein neues Level in Schießerei haben? Das wäre zumindest mal angesagt. Na. Hemmung. Wieder Ladehemmung. Tja, ganz ehrlich, hätte ich erwartet, dass jetzt schon alle tot sind, aber da scheinbar auch genug nachrücken. Dauert das einen Moment länger als geplant. Ja, okay, dann machen wir jetzt mal ein bisschen manuell. So, händisch.
geht ein bisschen schneller als mit dem 9mm. Geht natürlich auf die Ausdauer. Wir haben aber zum Glück genug. Ja. So, warum nicht gleich so, ne? Sie haben da eine Schere im Rücken. Ich helfe Ihnen da mal kurz. So, ganz kurz überlegen. Hat es denn den Sinn, die jetzt zusammenzuschieben? Ich versuche es mal kurz. Ja. Einfach um zu schauen, ob da irgendwelche brauchbare Loot wird. Nach was suche ich eigentlich, wenn ich da reinschaue? Essen brauche ich nicht unbedingt. Ich könnte überlegen, ob ich... Ah ja, eine Handfeuerwaffe wäre ganz nice. Wildkolben ist auch nicht... Ja, genau sowas hier. So, weil dann kann ich nämlich hier so machen. Und... mal ein paar Patronen raus hier, bitte. Und dann kann ich nämlich so machen und ja, Weaponsfixer geht ja scheinbar nicht mit der Waffe. Geht wahrscheinlich nur mit anderen 9mm Dingern. Okay. Nicht schlimm. Jetzt gucken wir mal in den Waffenladen. Unser Mini-Metzel war ja ganz erfolgreich. Das müsste im Waffenladen sein. Oder der da? Ich weiß nicht. Einer von beiden. Tja, man könnte meinen, ich habe hier noch zusammengezogen hier, ne? Aber ist nicht. Naja, macht nichts. Obwohl eine gewisse Anzahl scheint ja zusammengekommen zu sein, sonst wären da die Türen nicht kaputt und so. Frisches Brot und Auspuff. Cool. Typ Standard. Gib mir mal das Brot. So, hier können wir mal Metallplatten. Lustiges Treppepit. Was ist das? Irgendeine Tasche. Komm ich hier rein? Nö. Da komme ich nicht ran. Aber wird schon nicht drin sein. So, Geld. Hier ein verrotteter Burrito. Hier könnte ich pennen. Falls ich es drauf anlege. Mit dem Zelt. Angelzeug nehme ich mal mit. Das Seil. Anna-Rucksack. Noch so ein Dingsbums. Zeltbausatz. Zeitung. Okay. Ist das hier nicht der Waffenladen, sondern nebenan? Ich kenne mich hier leider nicht aus. Ich habe bloß auf der Map mal geschaut. Und das stand da so. Sieht schon waffenladiger aus. Dummerweise. Ich gehe mal eine Runde rundherum. Ach, guck mal. Ist aber nett. So, ja, guck mal, kann ich mit dem Ding, ne, warte mal, machen wir später.
Ja, war schon schlau, dass ich nicht alles vollgepackt habe im Auto. Wenn ich mir das schon wieder so angucke. Ist egal. Da ist wieder ein lustiges Magazin drin, ne? Komm, die kannst du behalten. Okay. Ich schaue mich gleich mal genauer um. Noch mehr Ammo-Kanister. Aber keine Waffe. Gibt's ein Hinterzimmer? Tatsächlich. Ja, okay, Haufen Munition. So gesehen echt nice. Aber gerade nicht so brauchbares. Also klar, 9 mm Munition, super. Nehme ich gerne. Aber ich versuche mal dran zu denken, das einzusammeln da drin. Wir sind ja noch nicht fertig genug, sagt die Uhr. Ich muss mal ganz kurz die Aufnahme wieder anmachen. Da. Zack, ja, 42 Minuten. Okay. Warte mal kurz. Den möchte ich mal kurz ausziehen, und zwar seinen Rucksack. Ist was drin, ne? Samen. Lauch. Cool. Und Kartoffeln. So, nice. So. Das war genau nämlich der Plan, den ich gerade hatte. Dass ich jetzt einfach mal den da vollknall mit, ja, mit Rucksack, mit Zeug. Und dann kommt er auf den Beifahrersitz. So. Okay, gehe ich nochmal da rein. Du das da rein tun? Geht doch. So, sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch ruckzuck leer gelootet hier wieder. Naja, fast, ne? Ja, das kann dann in den normalen Rucksack von mir aus und das auch. So, perfekt. Reicht gerade so. Viel mehr jetzt nicht sein dürfen. Ist aber nicht schlimm. So, das kommt dann auf den Rücksitz, nämlich. Corpse Move können wir aus. Zack. Ja. Kann ich den. Warum kannst du den jetzt nicht auf den Rücksitz legen? Doch, geht doch. So. So, wir fahren jetzt mal. Es ist nicht das, was ich gerne tun möchte, aber wir haben es jetzt einfach getan. So. Krass, ne? Wir haben ja die Folge schon sehr viel Lärm gemacht und trotzdem sind ja noch überall Zombies. Oh, ich habe einen Blutflecken auf der Motorhaube. So. Ich möchte hier runter. Und ich möchte, glaube.
Hier lang, genau. Gehen Sie weg. Das ficht mich nicht an, was hier passiert. Ach du Scheiße, so viele Zombies. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich hier mache. Ja, ich muss aussteigen. So. Ich hoffe stark, dass das hier nicht überhand nimmt. Ich habe keine Lust, hier im Wald zu sterben. Passt erstmal. Ich habe gesehen, einer von denen hat eine taktische Machete auf dem Rücken oder so. Hätte ich schwören können. Ja, die nehmen wir natürlich mit. Die nehmen wir natürlich mit, wenn das Inventar mitspielt. Bitte. Vielen Dank. So. Hier einfach sind. Cool, dass ich einen Schlüssel für einen ausgebrannten Humvee bekommen habe. Darf ich mich jetzt da reinsetzen? Müllsack. Oh, der hat sogar Sprit. Aber keine Batterie. Gut. So, jetzt ist die Idee, dass ich mich hier durch den Wald schlage. Ich weiß nicht, ob die Idee gut ist. Ich versuche es einfach mal. Warum nicht? Halsetaschen. Ich sollte auch mein Auto wiederfinden können. Keine Sorge, ich habe ein System. Das ist dicht. Sie fällt mir halt gar nicht. Na gut, passt schon. So.
Die ist nicht mal gemappt. Also ein Drittel dieser Karte ist wohl nicht für Foraging gemappt. Das ist ein bisschen scheiße, aber was willst du machen? Kann ich halt auch nichts für. Keep resting. Ich reste doch gar nicht. Ich roste eher. Ich glaube, ich will hier nicht bleiben. Wir hören ja, dass man hier Geräusche macht. Daher. Wir müssen auf jeden Fall nach Osten. Oder Süden? Ich glaube, es ist Süden. Ja. Also nur zum Verständnis, ich hätte ja auch mit dem Auto durchgekonnt. Hier gibt es irgendwo eine Straße, auf die ich treffen werde. Kurz M drücken. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Map hier rechts gucken. Oh Gott, das ist noch ewig weit. Das ist ja richtig weit. Hier habe ich mir das eingebrockt. Na gut, aber wir machen mal weiter. Das ziehe ich jetzt noch durch. Also wenn ich mir das mal angucke. Halt. So, jetzt. Ja, wir müssen ein bisschen nach Süden. Ich hoffe, ich kann rück zu die Straße benutzen. Ich hoffe, das artet dann an der Stelle, wo ich hin will, nicht so aus. Guck mal, wenn ich hier mit gezogener Waffe durchgehe, dann habe ich diese ganzen Animationen nicht. Warum mache ich das nicht so? Wäre viel besser. Ja, also wie gesagt, ich hätte mit dem Auto da auch hingekonnt, weil der Weg ist höchstwahrscheinlich total zugewuchert. Also wenn ich sehe, wie dicht hier das Gestrüpp schon ist, ne? Alter. Das ist ein Baum einem anderen. Scheiß. Generator natürlich. Obwohl, ein Stück habe ich schon geschafft. Also, sollte machbar sein. Das ziehen wir die Folge noch durch hier. Ja? Gucke ich mal nicht auf die Uhr. Ah, den Rückweg machen wir dann in der nächsten Folge. Ah, das sieht gut aus. Hier ist ein Weg. Okay. Übrigens nicht der, den ich dachte. Na, mal schauen. Ich folge dem Weg mal.
Schwierig. Der ein oder andere wird vielleicht schon sogar wissen, wo ich hin will. Aber für den einen oder anderen ist es so eine Überraschung. Also nicht, dass es jetzt irgendwie doll wäre, aber ich möchte mal. Ich wollte mal da gewesen sein mit dem Wildhund. Das war so ein bisschen mein Plan. Ich muss schon eine Reise nach Louisville machen. Kann man einfach mal vorbeischauen. Weit ist denn das noch, sag mal? Kleines Stück noch, also. Wo ich hin will, ist ungefähr hier so. Ja. Also, weiter geht's. Doch weiter als sie dachten, ne? Man verschätzt sich so auf Karten gern mal. Plötzlich höhere Bäume. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, aber ich. Warte mal. Ah, guck mal, ich könnte mal wieder forgen. Nicht mehr so ein Dickicht. Das gefällt mir schon mal. Ich habe natürlich wieder keinen Plan B hier. Ich kriege hier einfach einen Wald. Ja, da sind sie schon. Wegen den Kollegen wollte ich hier hin. Ich wollte einen Deerskull haben. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich hier rein bin. Aber jetzt sind wir immer da. Die gibt es ja an der Stelle, hier gibt es so Kultisten. Und das macht der Authentic Z-Mod. Der hat hier an der Stelle im Wald einen kleinen ja, Dierkult. Ich weiß nicht, ob das eine Alan Wake-Anspielung ist. Kommt mir so ein bisschen so vor. Müsste es auch ein entsprechendes Gebäude dazu geben. Ich glaube, die Kultistenrobe möchte ich aber auch haben. Wenn schon, denn schon. Ah, wieder Mine. Das ist ja, na gut, ist nicht viel, aber ist trotzdem nice. Bourbon nehme ich auch gerne. Anziehen. So, nice. Ich tarn mich als einer von ihnen. Scheint bloß nicht zu funktionieren.
Ah, hier, das sieht besser aus. So. Puh, Kultist Maß, Kultist Sein, ein Pfahl. Hallo, ich bin dein Club. Ah, ich bin ja auch richtig. Also wie gesagt, hier führt auch ein Weg hin, auf dem bin ich gerade, ne? Hier unten lang. Den können wir ja vielleicht rückzunehmen. Was hat denn der da? Jemand auch jemand eine Machete in die Brust hier steckt. Ja, hier ist alles voll mit den Kollegen, also halb so wild. Gut. Wir sind hier nämlich am Deerhead Lake Park Ranger Station. Auch eine sehr ikonische Stelle. Leider zu. Macht aber nichts. Ja, nächste Folge werden wir uns hier ein bisschen rumtreiben. Bis dahin erstmal danke fürs Zusehen und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns. Habt noch einen schönen Tag, ja. Na, macht's gut.